Das Spiel hatte ich echt lang auf meiner Wunschliste und habe es irgendwie nie gefunden. Bei der Pixelbörse konnte ich nun endlich mal zuschlagen. Ich habe schon viel Gutes über das Spiel gehört und der Stil gefiel mir einfach, gerade weil es sich nicht so bierernst nimmt. Was taugt Kid Dracula für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und auch 1993 bei uns veröffentlicht. Bei der Spielgeschichte ist es etwas verwirrend. Ursprünglich erschien der Vorgänger 1990 für das japanische Famicom. Der Nachfolger, der erschien dann unter dem Namen Kid Dracula für den Game Boy im Westen, in Japan jedoch unter denselben Namen wie der Vorgänger. Und das, obwohl es als Sequel und als eine Art Remaster gleichzeitig gedacht wurde. Naja, zumindest verwirrend für die Japaner. Die Hintergrundgeschichte ist leider nicht ganz so spannend. Der böse Galamod ist zurückgekehrt und will euch stoppen. Also müsst ihr ihn zuerst stoppen. Und irgendwie habt ihr eure Fähigkeiten vergessen und eure Minions sind übergelaufen. Naja, dann müsst ihr halt wieder von vorne anfangen. Das Spiel ist ein klassischer Action-Plattformer, der auf den ersten Blick etwas an Mega Man erinnert. Als Waffe steht euch ein Feuerball zur Verfügung. Also, naja, dafür ist Dracula ja berühmt. Naja, vielleicht war das in seiner Kindheit ja auch anders. Auf jeden Fall könnt ihr den kleinen Feuerball mit durch längeren Druck auf die B-Taste zu einem einzigen großen formen. Aber das bleibt nicht eure einzigste Waffe. Im Verlauf des Spiels erlernt ihr nach jedem Level noch eine bestimmte Fähigkeit. Und so bekommt ihr zum Beispiel einen Mehrfachschuss oder ihr könnt für kurze Zeit fliegen. Per Druck auf die Select-Taste könnt ihr diese dann gezielt auswählen. Leider ist das Auslösen der Fähigkeiten teilweise etwas fummelig, da ihr die B-Taste etwas gedrückt halten müsst und diese dann loslasst. Üblicherweise braucht ihr eure frisch erlernte Fähigkeit natürlich gleich im nächsten Level. Zufälle gibt's. An diesen Fähigkeiten sieht man auch, dass ihr das Spiel sich nicht selbst so ernst nimmt und das trägt auch sehr zu dem einzigartigen Spielgefühl bei. Dafür sorgt auch das allgemeine Leveldesign. Das ist nämlich nicht nur einfach langweilig von links nach rechts, sondern geht auch mal von unten nach oben und so weiter. Um das Ganze noch etwas mehr aufzulocken, kommt zwischendurch mal eine kleine Cutscene, die die Geschichte weiterführt. Nicht gerade selbstverständlich, was Gameboy-Plattformer angeht. Am Schluss eines Levels erwartet euch jedoch altbekannte Standardkost, sprich Endbosse. Die sind alle aber sehr schön gestaltet. Ihr müsst das Spiel auch nicht an einem Stück durchzocken, da es zum Glück ein Passwortsystem gibt. Die Steuerung fühlt sich angenehm knackig an und steht euch nie im Weg. Lasst euch allerdings nicht von der niedlichen Anmutung in Sicherheit wiegen. Der Schwierigkeitsgrad, der ist nicht gerade einfach, aber dafür habt ihr auch unendliche Continues. Ihr kippt aber auch nicht zum Glück gleich beim ersten Treffer aus euren Umhang, da ihr eine Herzanzeige habt. Die könnt ihr natürlich auch noch durch zusätzliche Container erweitern. Außerdem könnt ihr nach jedem Level durch Minispiele extra Leben verdienen. Dafür braucht ihr jedoch Münzen, die von Gegnern fallen gelassen werden. Habt ihr mindestens 10 Stück davon, könnt ihr euer Glück versuchen. Als allererstes fällt natürlich dieser cutesy Artstil mit den großen Köpfen und so weiter auf. Den kann man mögen, muss man aber natürlich nicht. Mir gefällt der sehr und die Grafik im Allgemeinen ist sehr schön gezeichnet. Die Sprites sind angenehm groß und alles macht einen stimmigen und abwechslungsreichen Eindruck. Jedoch scheint Konami den kleinen Gameboy hier und da etwas zu viel zugemutet zu haben, da es teilweise zu Slowdowns kommt. Der Sound passt perfekt zu der Grafik und den allgemeinen Stil des Spiels. Nicht so ernst, eher fröhlich und immer passend. Auch die Effekte sind dementsprechend. Was taugt Kid Dracula für den Game Boy also heute noch? Das Spiel wird seinen guten Ruf auf jeden Fall gerecht. Das allgemeine Spieldesign ist echt spitze geraten. Die Level sind sehr abwechslungsreich und bieten immer neue Herausforderungen und andersartige Abschnitte, in denen ihr eure Fähigkeiten gezielt einsetzen müsst. Lasst euch aber nicht von dem Stil des Spieles täuschen. Es wird echt knackig. Jeder Plattformer-Freund kann hier aber bedenkenlos zugreifen. Das war der Test zu Kid Dracula für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.